So, und jetzt haben wir Frieden, ne? Jetzt haben wir Frieden, anders kann es ja gar nicht sein. Endlich, endlich haben die Medien mal eine Macht, ne? Wir holen uns den Frieden einfach wieder zurück. Ich wollte den Herrn mit den grünen Haaren noch einladen, aber... Nein, den haben wir schon häufiger gehabt, den wirst du beim nächsten Mal wiedersehen. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Politik so nicht weiter. So, mein Lieber, unsere Schönheiten hier. Links von uns. Ach so, du sprichst von mir. Ja, in der Weise ja auch. Von mir? Ja, ich spiegle mich gerade. Liebe Menschen, unsere grüne Partei, die hat immer recht, das ist das Land vorbei. Und wer kämpft für das Klima, hat immer recht, gegen Klima an Leuern allein. Wer das Klima beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer das Klima verteidigt, hat immer recht. Denn aus stalinischem Geist wächst von Habeck geschweißt die Partei, unsere grüne Partei. Unsere grüne Partei, die hat immer recht, Genossen, es bleibt dabei. Denn wer kämpft für das Klima, hat immer recht, gegen Klima an Neuerlein. Wer das Klima beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer das Klima verteidigt, hat immer recht. Denn aus stalinischem Geist wächst von Habeck geschweißt. Ich kann nichts dafür. Das Orakel redet mit mir. Ja, hau weg die Scheiße. Hau weg die Scheiße. Hau weg die Scheiße. Hau weg die Scheiße. Ich lade dich gerade ein hier, guck mal. Ah, oh, schön wär's, ey. Ja, bei uns gibt's aber Käse, Tomaten und Weintrauben. Wow, ich komme. Man darf der Liebe noch mal filmen. Ja. Menschen weltweit warten auf deine Bilder. Ja, ich hoffe doch. Wenn alle scheinbar so vertretet sitzen in einem großen Käfig, vielleicht sind wir noch zu wenig, was wir tun, ist nie vergeben. Glaub ich an dich, Gerechtigkeit, sich zur richtigen Zeit die Menschen selbst befreien und irgendwann aus Rädern läuft. Sehen, welche Menschen da hinter den Schildern stehen. Ja. Ich will mal sehen, welche Menschen hinter den Schildern stehen. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die uns fähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Ganz im Gegenteil. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen, wir sind Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht. I say. This generation, born now, is the last generation. Die Menschen, die hinter diesen Schildern stehen. Anja, wenn du was erzählen möchtest, dann kannst du das gerne mal machen. Ich habe noch was zu tun. Genau. Gleich schlägt es 13. Ja, danke schön, ihr Lieben, aus ganz Norddeutschland. Super, dass ihr das so ausgehalten habt, was der Buntgefärbte uns da alles an den Kopf geworfen hat. Der Grüne auch noch. Jetzt kenne ich das immer nur im Blau. Jetzt war ja auch noch doppelt grün. Egal. Ja, Pink für alle. Also, vielen lieben Dank dafür, dass ihr wieder mitgegangen seid. Wie immer gibt es jetzt noch was zu trinken bei uns, ein bisschen was zu essen. Lauft nicht weg. Ich möchte auf jeden Fall Reklame machen für diesen Sonntag.
Und zwar, wer shoppen will, kann gerne shoppen. Wer demonstrieren will, kann demonstrieren mit uns zusammen in Bielefeld. Bielefeld gibt es, Bielefeld, Sven und André sind da, die warten auf uns. Eine der besten Demos im norddeutschen Raum, super geil organisiert. Und Leute, soll ich euch was sagen? Es gibt Waffeln. Es gibt Waffeln, ich bin dabei, es gibt umsonst Waffeln. Waffeln statt Waffen ist das Kommando bei denen. Von daher sind wir dabei. Ich stelle es nochmal rein, ich schreibe nochmal ein paar Leute an. Es geht um 14 Uhr los, die meisten fahren mit dem Zug. Also verabredet euch untereinander. Bielefeld wartet mit Waffeln und einer geilen Demo. Super organisiert wie immer. Die freuen sich, Sven und André sind da und erwarten euch. So, wir fahren mit der Deutschen Bahn. Jetzt, mit Flagge. Ja, diesen Sonntag. Durfst du anzukommen? Und wir fahren ja auch noch am Donnerstag jetzt ARD. Funkturm ARD. Dort stehen wir auch wieder für Julian Assange. Die Schneemänner um 16.45 Uhr, nee, um 17 Uhr, ne? 17 bis 18 Uhr stehen die Schneemänner am Rudolf vom Bennigsenufer beim NDR für die Freilassung von Julian Assange. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, wenn das für viele auch ein bisschen schwer zu verstehen ist. Wir sind nicht nur wegen den Corona-Maßnahmen auf der Straße, sondern wir sind auf der Straße, weil wir mit der Gesamtsituation in Deutschland nicht zufrieden sind. Und von daher sind wir hier nochmal die Polizei vielleicht. Genau, die Beamten, können die mal bitte kommen? Hier wird gerufen. Hallo? Hallo? Könnt ihr mal bitte noch mal? Genau, hier bräuchte man mal Unterstützung. Die Dame Jonathan bleiben möchte, die übrigens Porträtfotos gemacht hat. Ja, danke nochmal an Anja schon mal für die ausführenden Worte. Wie gesagt, das ist natürlich normal in einer Demokratie, ne, dass man natürlich auch seine Meinung kundtun kann und nicht unbedingt der Meinung der anderen ist. Also ne, wir erwarten natürlich nicht, dass jeder unserer Meinung ist, genauso wir nicht die Meinung anderer vertreten müssen. Aber grundsätzlich sollte man dann trotzdem mal so fair sein und die Versammlung nicht stören. Ne, das machen wir auch nicht, wir stören auch keine anderen Versammlungen. Und jeder sollte natürlich auch an sich selbst appellieren und sich da nicht drauf einlassen, ne, mit irgendwelchen verbalen Äußerungen oder dergleichen.